Jugendstudie raus und in dieser Jugendstudie wurde eindeutig gezeigt, das, was junge Menschen in die Arme der Rechten treibt, das ist, sind Reallohnverluste wegen der hohen Inflation, das ist, weil sie keine günstigen Wohnungen mehr finden. Gehen wir mal das sind zwei sehr, sehr gute Punkte. Gehen wir mal die Punkte durch. Wir haben jetzt hier einiges übersprungen, deswegen ist das vielleicht etwas durcheinander hier in der Reaktion, aber egal. Gehen wir mal die Punkte durch, warum jetzt werden die Philipp Türmer hier aufzählen. Hört sich ja durchaus realistisch an. Also Reallohnverluste, woher kommen die? Vom Wirtschaftskrieg gegen Russland. Deswegen sind die Rohstoffpreise hier so explodiert. Also wenn ihr wollt, dass die Preise wieder sinken, beendet den Wirtschaftskrieg gegen Russland, macht Nord Stream wieder auf, holt billiges Erdgas wieder nach Deutschland und Reallohnverluste, ja, ließen sich so ganz einfach vermeiden. Dann, dass es keinen billigen Wohnraum mehr gibt. Das ist richtig. Was bräuchte es da? Massiven staatlichen Wohnungsbau oder massiven privaten Wohnungsbau, auf jeden Fall Wohnungsbau. Was passiert aber? Der Wohnungsbau bricht massivst ein. Also die Neuanträge auf zu bauende Wohnungen sind um ungefähr ein Drittel eingebrochen, von ungefähr 30.000 im Monat auf rund 20.000 im Monat. Woher kommt das? Von den Zinserhöhungen der EZB. Wer hat diese Zinserhöhungen unterstützt? Der deutsche Bundesbankpräsident Joachim Nagel und EZB-Direktoriumsmitglied Isabel Schnabel. Beide von der deutschen Ampelregierung entsandt. Also wir haben hier zwei SPD-nahe Volkswirte, die diese Politik machen. Also wenn eine Partei mit dafür verantwortlich ist, dass Wohnraum in Deutschland auch auf absehbare Zeit knapp bleiben wird, dann ist das die EZB. Dann sind das Leute, also okay, Philipp Türmer jetzt nicht direkt persönlich, dann sind das Leute wie Isabel Schnabel und Joachim Nagel. Das sollte man an der Stelle vielleicht mal sagen. Also Philipp Türmer spricht dir die richtigen Probleme an, vergisst aber zu erwähnen, dass die SPD alles dafür getan hat, um diese Probleme zu verursachen oder noch weiter zu verschlimmern. Das ist, weil sie Angst vor der Wirtschafts- und der Klimakrise haben. Und um davon abzulenken. Ja, Wirtschaftskrise, wie gesagt, beendet den Wirtschaftskrieg gegen Russland, setzt die Schuldenbremse endlich wieder auf. Es ist ja völlig irre, dass man in der Rezession, während die privaten Konsumausgaben immer noch vor Corona-Niveau liegen, dass man da auf weitere Sparpolitik setzt. Also das ist eine mutwillige Zerstörungspolitik unserer Volkswirtschaft und die SPD trägt all das mit. Dass die CDU auf all das keine Antworten hat, weil sie nicht für einen höheren Mindestlohn ist, weil sie nicht für mehr sozialen Wohnungen... Ey, also ihr merkt es hier gerade. Also er haut einen Punkt nach dem anderen raus und an wirklich jedem dieser Punkte, an ausnahmslos jedem, ist die SPD schuld. Also ein SPD-Mitglied zählt hier ganz viele Sachen auf, die schieflaufen und an wirklich jedem einzelnen Punkt ist seine Partei schuld. Wir haben hier gerade den Mindestlohn. Wer hat verhindert, dass der Mindestlohn erhöht wird? Na, die SPD in der Mindestlohnkommission. Die Gewerkschaften haben eine Erhöhung auf 14 Euro gefordert. Was hat die SPD gesagt? Nee, das wollen wir nicht. Wir wollen nicht, dass der Mindestlohn erhöht wird. Der Mindestlohn bleibt schön da, wo die Arbeitgeber ihn haben wollen. Nämlich, der wird nur auf 12,41 Euro erhöht. Das war die Position der SPD. Also Philipp Türmer hat hier gerade zig Probleme aufgezählt, die unser Land hat. Und alle wurden von der SPD maßgeblich mit verursacht. Ist, weil sie immer noch an dieser vermaledeiten Schuldenbremse festhalten und damit verhindern, dass... Die SPD hält an der Schuldenbremse fest. Also die SPD ist gerade in der Bundesregierung. Die SPD hat entschieden, dass wir ja im nächsten, also in den nächsten Haushalten an die Schuldenbremse halten werden, eine staatliche Investition zusammengekommen. Das hat die SPD entschieden. Es ist unfassbar. Gut, dass ich hier zurückgespult hatte und wir uns das doch nochmal angesehen haben. Das ist ja wirklich... reinste Realsatire. Also Philipp Türmer kritisiert alle Probleme, die unser Land hat und die allesamt von seiner Partei verursacht wurden. Also wenn die SPD damit auf ein zweistelliges Ergebnis bei der nächsten Bundestagswahl kommen sollte, dann kann ich den deutschen Wählern auch nicht mehr helfen. Ordentlich investieren, damit unsere Wirtschaft wieder vorankommt und unsere Industrie gerettet wird. Na, um von alledem abzulenken, führen sie diese rechten Kulturkämpfe um die Leitkultur, die ins Nichts führen. Und damit spalten sie die Gesellschaft mehr, als dass sie sie zusammenführen, obwohl ich finde, dass das eigentlich ihr Job wäre, auch als Volkspartei. Also, Herr Vogt, Sie sind jetzt zweimal Vogt und dann Frau Wagenknecht. Herr Vogt, ich will es mal konkret machen damit. Wir reden jetzt über diesen Begriff. Herr Alexander hat das ja kulturhistorisch auch nochmal hergeleitet, aber ich will es vielleicht mal konkret machen. Damit ich auch verstehe, was mit Leitkultur eigentlich gemeint ist. Oh Gott. Mario Mettbrötchen Vogt hatte seine Chance im TV-Duell gegen Höcke. Er hat verloren. Eine Gesellschaft. Also, wir hatten ja damals darauf reagiert, auf sein TV-Duell gegen Höcke. Der Typ hat sich sowas von blamiert. Der Typ ist eine Gefahr für unser Land. Er unterstützt die aggressive Kriegspolitik gegen. Er unterstützt die deutsche Haltung im Nahostkonflikt. Er ist dafür, dass weiterhin so eine katastrophale neoliberale Wirtschaftspolitik
samt Verweigerung zusätzliche Staatsschulden in einer Krise zu machen, dass das alles fortgesetzt wird. Für all das setzt sich Mario Vogt ein. Diese mutwillige Zerstörungspolitik unserer Wirtschaft will Vogt ohne Wenn und Aber durchsetzen und teilweise sogar noch radikalisieren. Also das ist wirklich, ja. Also wie gesagt, der Typ hatte seine Chance und jetzt will er uns hier einen von Leitkultur vorfaseln. Es ist unfassbar. Also das ist übrigens Mario Vogt, der hat letztens Social-Media-Lizenzen gefordert. Also das muss diese Meinungsfreiheit sein, die er so beschützen will. Also, oder Meinungsfreiheit ist dann einfach kein Teil unserer Leitkultur. Steht vielleicht im Grundgesetz, aber ja. Es ist jetzt wirklich kein Scherz mit den Social-Media-Lizenzen, falls mir das einige im Chat nicht glauben. Das hat der Mann wirklich gefordert. Also dass der Staat prüfen soll, ob wir wirklich... ja, beispielsweise ein Twitter-Account oder ein YouTube-Account haben dürfen oder nicht. Ich glaube, ich weiß schon, wie das für mich ausgehen würde.